Also ich möchte die Oberflächentemperatur von Ceres berechnen, ein Klassiker, das geht mit dem Boltzmann, mit dem Strahlungsabsorptionsgleichgewicht. Gesucht ist ja die Temperatur, also auflösen nach der Temperatur. Und dieses Phi ist die eingestrahlte Leistung. Ich habe bei A schon die Solarkonstante berechnet, das waren 185 Watt pro Quadratmeter. Die muss ich jetzt noch multiplizieren mit der Kreisfläche, auf die hier eingestrahlt wird. Also da habe ich die Sonne und dann habe ich so eine gedachte. Also hier ist der Ceres und ich denke mir aber nur so einen Kreis. Ja, es ist knallt auf so einen Kreis rein. Und davon nehme ich aber nur 60%. Also die hier nochmal die Solarkonstante mal 60%, weil es werden 40% reflektiert, das steht hier. Und dann mal der Kreisfläche. Im Nenner steht dieses Sigma, das ist einfach nur eine Konstante, die kommt aus der Merkhilfe und abgestrahlt wird über die Kugeloberfläche. 4πr², Kugeloberfläche. Und weil dieses πr² sowohl im Zähler wie im Nenner ist, kann man das an der Stelle, πr² kann man kürzen. Das heißt, würde ich beim Ceres den Radius vergrößern, hätte die gleiche Temperatur, gleiche Strahlungsabsorptionsgleichgewicht. Also wir haben hier in der Merkhilfe, haben wir an der Stelle, hier siehst du, das ist der ganze Boltzmann drin und dann die Fläche haben wir auch drin. Genau, mehr brauchen wir nicht. Für die Temperatur gilt, dass ungefähr so 0 Kelvin gleich minus 273 Grad Celsius. Da war nämlich gefragt, dass man die Temperatur noch in Grad Celsius angibt. Also auf Ceres hat es durchschnittlich 124 Grad Celsius. Das ist natürlich nur so eine Schätzung, diese ganze Rechnung. Ich gehe davon aus, dass Ceres ein näherungsweise ein schwarzer Körper ist, sich wie ein schwarzer Körper verhält. Und Tag-Nacht-Seite interessiert mich alles nicht, aber ich vermute, dass diese Näherung ganz gut rankommt.